Mit dem kostenlosen FrontFace Lockdown Tool lassen sich Windows-PCs ganz einfach und schnell als Digital Signage Player für den Dauerbetrieb oder als geschütztes interaktives Kiosk-Terminal konfigurieren. Das Lockdown-Tool fasst dabei diverse Einstellungsmöglichkeiten und Konfigurationsoptionen von Windows unter einer übersichtlichen Benutzeroberfläche zusammen. Nach dem Start des FrontFace Lockdown-Tool muss zunächst das Windows-Benutzerkonto ausgewählt werden, für welches die Systemeinstellungen angepasst werden sollen. Es gibt Einstellungen, die für den gesamten PC gelten und solche, die sich nur auf das gewählte Benutzerkonto auswirken. Auf der Startseite kann zunächst eines der vorkonfigurierten Profile geladen werden, zum Beispiel für interaktive Kiosksysteme oder für Digital Signage-Systeme. Zusätzlich steht ein Profil zum Zurücksetzen auf die Windows-Standardeinstellungen zur Verfügung. Über die Schaltflächen Laden und Speichern können außerdem eigene oder angepasste Konfigurationsprofile gespeichert und wieder geladen werden. Die Einstellungen sind in die Kategorien Hoch- und Runterfahren, Dauerbetrieb und Sicherheit unterteilt. Neben einer Beschreibung der jeweiligen Einstellung ist anhand des Symbols auch ersichtlich, ob sich diese Einstellung auf den PC oder das gewählte Benutzerkonto bezieht. Ein orangener Balken zeigt an, dass die aktuelle Einstellung des Eintrags von den Windows-Standardeinstellungen abweicht. Gelb eingefärbte Einträge zeigen außerdem an, dass diese zwar geändert, am System aber noch nicht angewendet wurden. Dazu gleich mehr. Exemplarisch legen wir einmal das Windows-Konto mit Benutzername und Passwort fest, welches beim PC-Start zur automatischen Anmeldung verwendet werden soll. Weiterhin kann auch eine Auto-Start-Anwendung ausgewählt werden, die nach der Anmeldung direkt gestartet wird. Statt als Auto-Start kann die Anwendung auch alternativ als sogenannte Shell eingerichtet werden. Diese wird dann anstelle der normalen Windows Explorer Shell, also dem Startmenü und Desktop, gestartet. Auch wiederkehrende Aufgaben, wie zum Beispiel ein tägliches Herunterfahren des PCs, können konfiguriert werden. Abschließend muss die Konfiguration auf den PC angewendet werden. Dabei wird empfohlen, stets einen Systemwiederherstellungspunkt zu erstellen, damit im Fall von Problemen eine leichte Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands möglich ist. Grundsätzlich sollte immer sichergestellt sein, dass nach dem Anwenden das FrontFace Lockdown Tool weiterhin gestartet werden kann, damit Konfigurationsanpassungen bei Bedarf, etwa für Wartungsarbeiten, auch wieder rückgängig gemacht werden können. Wenn die FrontFace Digital Signage und Kiosk Software als Auto-Start-Anwendung oder Windows Shell konfiguriert wurde, kann das Lockdown Tool übrigens jederzeit über das Wartungsmenü von FrontFace erreicht werden. Laden Sie sich jetzt das kostenlose FrontFace Lockdown Tool herunter oder probieren Sie direkt die FrontFace Digital Signage und Kiosk Software aus, bei welcher das Lockdown Tool ebenfalls bereits enthalten ist.